du denkst, dass das schlimm ist, solltest du mal die Kerle sehen, die ich im Comet Zone fertig gemacht habe. Kann ich hier weitergehen? Natürlich kann ich hier weitergehen, weil ich schon wusste, dass ich im Eingangsbereich bin. Ne? Jetzt ist hier eine bessere Beleuchtung. Was ist das? Gehabt. Wer nur? Warum ist die Splittermine nicht hochgegangen? Lass uns einfach schnell durch den Garten marschieren. Gefällt's hier nicht besonders. Ja gut, wir wollen ja eh nach da draußen und dann weg. Ab ins Commonwealth! Mit der Innenausstattung von einem Laden. Vorne die Kasse, hinten die Ware. Dazwischen ein Abstand, wo der Mitarbeiter stehen darf. Einkaufskörbe rechts. Und das Commonwealth. Kann ich hier vorne noch ein bisschen gucken. Kleidung mit Taschenlinks habe ich gelesen. Mit Taschen gekocht sogar. Hat aber weniger Schutz. Das finde ich merkwürdig. Da hielt ich noch einer. Und hier liegt noch einer. Und nautische Funksignale. Warum nehme ich die Pflanzen mit? Ich weiß es noch nicht. Jetzt kann ich aber schnell reisen. Ja, nach Diamond City. Ach, in Comet Zone ist noch, ja. Ach, auch damit City Markt, komm. Sind wir direkt da, wo Valentine auf uns wartet oder auch nicht. Und können da gucken, ob keiner guckt. Und er wird das grüne Farbending geben. Dann habe ich nämlich auch einige Aufgaben abgegeben. Müsste nochmal zur Satellitenstation, müsste nochmal was anderes gucken. Aber erstmal. Wenn wir Action suchen, werden wir sie hier bestimmt finden. Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Hallo. Ja, hey. Du, das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Danke. Blick aus dem Vault 1 und 2. 3. 4. Na, da bin ich mal gespannt. Blick aus dem Vault, Teil 1, Paper von Piper Wright. Immer wenn ich einen Spaziergang nach Diamond City mache, sehe ich viele Dinge, die denkbar sein sollte. Denken zumindest viele hier. So, das Wasser funktioniert, ist nicht stromsicher. Ja. Später. Irgendwie bin ich gerade nicht auf Wesen. Aber. Bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Option? Welche Möglichkeiten habe ich? Alles ist möglich. Glatze, lange Haare, kurze Haare, Zöpfe, Stufen. Ja, es ist leichter, wenn ich es dir einfach zeige. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dich wartet. Nö. Heute nicht. Klar, ein andermal dann. Du da! Erzähl meinem trotteligen Sohn mal, was Sache ist. McDonalds Sekretärin. Ist sie ein Zünd? Was? Du weißt, was Zünds sind, oder? Diese Maschinenmenschen des Instituts?
sind nicht von echten Menschen zu unterscheiden. Aber ich glaube, bei Geneva sind sie etwas übers Ziel hinausgeschossen. Keine Frau sieht so aus wie sie. So, Kess, also muss sie ein Zünd sein, oder? Ist doch klar. Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Was denn? Ist da nichts zwischen deinen beiden Ohren? Du hast doch gerade eben gesagt, dass man sie nicht von echten Menschen unterscheiden kann, Ma. Er weiß nicht, ob Geneva ein Zünd ist. Und du auch nicht. Also können wir das jetzt bitte lassen? Ja, bitte. Rede gefälligst nicht so mit deiner Mutter, Johnny. Wir haben Schnitte, die halten Tage. Ja, sogar Wochen. Kein Interesse. Immer noch nicht. Okay, danke. Dann mach's mal gut. Chemical Care ist auch für euch da. Medikamente für jeden Bedarf. Du siehst aus, als wolltest du ein Rezept einlösen. Was, um die Nerven zu beruhigen, zum Entspannen? Zum Verkaufen. Hast du da gerade was von Drogen gesagt? Ganz genau. Ich habe sämtliche Camps für einen erfüllten Lebenswandel. Wird dir die richtige Balance geben. Jeder hier kauft bei mir. Manchmal brauchen die Sicherheitsleute etwas Psycho oder ein Ingenieur braucht Mentats. Und Radex ist natürlich für jeden interessant. Ja, außer man ist Straight Edge. Ja, ich schau mal, was du hast. Camps für jeden Bedarf. Tool. Ruf out. Crystal. Ich habe 11. Mentals kriegst du alle. Radix kann ich auch ein paar loswerden. Red Away brauche ich noch. Impact brauche ich noch. Augmentals kannst du kriegen. Und ich nehme dafür deine Patronen. Blutpakete. Impacts. Und ein paar Red Away. Ach so. Thank you. So, Bot. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist ja, kann 200 sein. Jahre alt. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut. Hier ist die grüne Wand. Du bist zurück. Hast du ja die Farbe gefunden? Ja. War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Grüne Farbe benutzen. Bei der Arbeit? Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Reicht das? Meinst du, das ist genug Farbe? Sollte für einen neuen Anstrich oder zwei reichen. Das muss erstmal genügen. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Bezahlt zu werden ist das Beste an jedem Job.
Das wäre schon mal die bunte Stadt. Und schön, dass sie sich da hinsetzt, um zu chillen. Dann gehe ich jetzt noch mal kurz zu Valentine. Ja, hier in der Straße ist. Detektiv Valentine, wir brechen auch dein Herz. Ellie, bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Wegen meines Falls. Können wir mit meinem Fall anfangen? Oh, natürlich. Es muss nur noch etwas Bürokratie erledigt werden. Hier sind die abgemachten Kronkorken fürs Suchen. Und ein kleiner Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Was kannst du mir noch erzählen? Den Mord. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel. Aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Sean. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Gunner? Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Supermutanten? Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Sind aber cool. Die Raider heißen jetzt Twix. Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. And how about the Institute? Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich, die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Ja. Du bist ein Prototyp? Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Du weißt nichts? Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerungen. Nicht nur bei mir. Jeder Synth, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Wahrscheinlich eine Art Sicherung. Du bist einer von ihnen. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen.
Sie haben nicht gebaut. Ja, kenne ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und ja, arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Gut, dann suchen wir Sean. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte so ein Metallding an seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Okay. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. Ja. An was erinnerst du dich noch? Glatze und Narbe? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Kellogg? Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Ah, das wäre ein extremer Zufall. Und macht er Frühstück? Was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er ist in der Stadt? Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ich folge Nick. Ich möchte dir was sagen. Sekunde. Was nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sag du es mir. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, ja, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein, aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und was erwarte ich? Was glaubst du, was ich dafür erwarte? Wer weiß. Deine Wäsche waschen, eine Kugel für dich abfangen, deine Ausrüstung schleppen. Wo liegt da der Unterschied? Ich glaube, dass du mich nicht verstehst. Lass mich erklären, was ich meine. Dann verstehst du vielleicht, wo ich herkomme. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ja. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Mach dich nicht lächerlich. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe von Tommy bekommen, was ich wollte. Ja, sicher. Aber wie lange wird es dauern, bis du denkst, dass er dir nicht genug gegeben hat? Das frage ich mich. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Diamond City. Okay, sie hat also irgendwie sehr schlechte Erfahrungen gemacht und erwartet natürlich, dass alle so sind, und wenn nicht alle so sind, dann guckt sie komisch. Sei es drum. Diamond City. Nick Valentine folgen. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen,
Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Okay, und wir gehen jetzt zu dem Ort, wo ich vorhin schon mal war und nicht reinkam, okay? Sehr interessant. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Ich halte die Augen auf. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Ich? Abgeschlossen. Nick. Ein Glück? Dann müssen wir den Schlüssel finden. Kompliziertes Schloss, oder? Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Hey. Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Guck dir das an. Ich habe keine Haarklammern mehr. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Sekunde. Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich. Haarklammern. Darum. Hey. Was gibt's? Schau's dir an. Mach ich. Das könnte hart werden, also erwarte nicht zu viel. Verdammt nochmal! Blödes Schloss. Verdammt! Das Schloss macht mich ganz verrückt. Das Büro des Bürgermeisters ist in der Nähe des Eingangs zur Stadt. So nah dran. Es gibt da eine Plattform. Die bringt dich hoch. Lohnt sich nicht. Das ist so schwierig. Okay. Fahrstuhl. Bisschen. Danke. Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken. Aber du stinkst gar nicht. Service. Danke. Rund um die Uhr. Nur in Diamond City Service. Auch hier letztens an einem Fahrstuhl. Hab gehört, dass du für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich bist. Sieht echt gut aus. Ja. Sekunde, muss ich das jetzt eigentlich machen? Oder habe ich gehört? Ich habe Ihnen nicht zugehört, das ist mein Problem gerade gewesen. Grün heute. Erste Hinweise. Hören würde, käme er sofort angerannt. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Worten Aufmerksamkeit zu erregen, Herzchen? Und nicht so rumzuschreien? Oh, da muss ich an meinen Artikel über die Affäre des Bürgermeisters mit einer gewissen hohlköpfigen Blondine denken. Oh, wen haben wir denn da? Was führt dich zum Büro des Bürgermeisters? Ich wollte einen Schlüssel holen. Was machst du hier, Piper? Ich will herausfinden, warum der Bürgermeister sich alle zwei Wochen mit demselben verdächtig aussehenden Kurier trifft. Aus keiner Siedlung, die ich kenne. Nee? Nicht von einer Karawane. Kommt und geht, bevor jemand mit ihm reden kann. Vielleicht ein Botenjunge des Instituts? Wenn der Artikel erscheint, wird sich jeder diese Frage stellen. Wenn Sie den Empfang nicht mehr in Beschlag nehmen, Miss Piper, kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ja. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe? Hauptschlüssel? Wer kann mir helfen, wenn ich einen Schlüssel für ein verriegeltes Haus brauche? Wenn Sie ein Haus meinen, das die Stadt beschlagnahmt hat, haben wir nur eins verzeichnet. Mr. Kelloggs altes Haus. Da müssten Sie sich direkt an den Bürgermeister wenden. Na dann. Kannst du nicht helfen? Hey, können Sie mir nicht helfen? Und wenn ja, warum sollte ich? Bitte. Ich will nur meinen Sohn finden. Der Kerl, dem das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Sie sind irgendwie süß.
Also gut, ich vergesse einfach, dass ich diesen Schlüssel auf den Tisch gelegt habe. Schön, dass Ihr Sohn einen Vater wie Sie hat. Ich hoffe, Sie finden ihn. Wieso hat ihr das nicht gefallen? Das einzig Traurige ist, dass ich schon das Ende weiß, aber ich will es nicht verraten. Erstmal würde ich hier mit dem Fahrstuhl runterfahren, mich freuen, dass Kate das nicht gefallen hat. Aber ist auch egal. Erstmal geht's zu. Da muss ich hoch. Da muss ich hoch. So, hier und dann hier und da und Aloha. Hast du den Schlüssel? Ja. Okay, dann los. Die Ehre überlasse ich dir. Mit Kelloggs wird der Morgen besser. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Ja, eine Kochplatte. Schirmlose Lampe, Sofa. Kommt dir das auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Schlosserhammer. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Machst du? Mais, Klebeband. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Lass mich doch erstmal die Handschellen hier mitnehmen und das vergoldene Sturmfeuerzeug. Und dezenter Hinweis zu den Schreiben. Ich sag's. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Simpack. Coca-Cola Quantum. Patronen. Fusion Zelle. Nuka Sherry. Mechuan Supi. Nuka Sherry. Pizza-Püree, Fleischbohnen. Hey, Valentine. Sieh dir mal den Tisch an. Petze, warte doch nicht. Verrate doch nicht alles. When it start, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Was ist ein Typ in der Ecke? Sugar Bones. Ach, sie hatten Gwyneth Ale. Nutzölkanister. Bunker, Schere. Orange Man Tarts, Fleisch und Bohnen. Ich glaube, ich mache alles. Wirst du jetzt reden? Was? Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Dein Rat? Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben. Oder vor sonst irgendwas, das dir das Commonwealth in den Weg stellt. Okay, dann bis später. Mach's gut, Nick. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Wenn du zurück bist, will ich deinen Kleinen mal kennenlernen. Viel Glück. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir einfach Bescheid. Mach ich. Er ist bereit, mich zu begleiten. Erstmal. Ach komm, nimm den Gewinn jetzt mal mit und dann gehen wir wieder raus nach Diamond City und ich überlege mir, was ich gleich noch tue hier. Was ich als nächstes tue. Also ich könnte Dogmeat jetzt erstmal holen, ihn schnüffeln lassen und mal gucken, was ihn führt. Oder ich mache erstmal andere Quests. Ich wollte die Brüder nochmal treffen. Schön, wieder zurück in Diamond City zu sein.
Dogmeat, schnüffel mal da dran. Was für eine Pferde? Hast du was gefunden, mein Junge? Es gibt hier eine Art Hintergrundmusik. Wenn du genau aufpasst, kannst du das Leben der Leute. Ich habe keine Ahnung, warum Dogmeat jetzt hier ist. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Dann tu es das noch nicht. Tu es doch nicht. The Fans. Jetzt laufe ich Dogmeat hinterher. Na, mal gucken, wie weit der läuft. Und warum ist der überhaupt hier? Der ist doch hinten in Sanctuary oder wo auch immer. Ich glaube, Sanctuary habe ich ihn geschickt. Egal. Das ist ein Typ mit einer Baseballkeule und komischen Schulterpads. Mein Name ist Krusekills, ich spiele gern und Folge unten. Ins Gewitter. Geht noch dabei? Ja.